Herzlich willkommen zu Frau Meier TV. Hier geht es darum, dich und deinen Stil zu lieben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und heute geht es um alles Fake oder was? Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Körperteile, sondern wir sprechen über Schmuck. Weil egal ob in Beratung oder Kurs, immer wieder kommt das Thema auf. Du sag mal, Frau Meier, wenn ich jetzt mein Outfit upgraden will, muss der ganze Schmuck dann echt sein? Lass uns von vorn anfangen. Mit Schmuck, also Ketten, Ohrringen, Armbändern, Ringen, Broschen und so weiter, kannst du dein Outfit aufwerten, zu Neudeutsch upgraden. Und wenn es der Geldbeutel hergibt, ist es natürlich schön, sich direkt mit echten Diamanten, Saphiren, Gold und Platin zu schmücken. Keine Frage. Wenn das der Geldbeutel aber nicht hergibt, dann ist es heutzutage auch nicht mehr wirklich schlimm. Aus meiner Sicht zumindest. Weil in Summe ist ja alles eine Frage der Art und der Kombination. Ja, trägst du eine klasse Jeans, die super sitzt, die dir toll steht, ein paar wertige Schuhe, einen schicken Gürtel, eine klasse Handtasche, ein schickes Oberteil mit einer passenden Jacke zum Beispiel und hast dann die Ohrringe von Bijou Brigitte oder H&M oder aus sonst irgendeinem Kaufhaus oder einem Modeschmuckhersteller oder ja, von wo auch immer. Viel wichtiger ist, dass der Schmuck passt. Und zwar zu dir, zu deinem Stil, zu deinem Outfit. Und ehrlich, lieber bei deinen wichtigen Teilen, wie zum Beispiel eine Uhr, die du dauerhaft trägst, oder ein Ring oder Ohrringe, die du dauerhaft trägst. Ja, investier da in was Schönes, vielleicht was Echtes, was Gutes für dich. Und lass dir eine gewisse Flexibilität bei Armbändern, Ketten, ausgefallenen Ohrringen. Und erlaub dir, da damit rumzuspielen und dein Outfit in die eine oder andere Richtung zu stylen. Probier rum, schau, was es gibt. Ich war neulich mit einer Kundin einkaufen und wir haben ganz schöne, hochwertige Teile gefunden. Eine klasse französische Handtasche und ein paar Ketten und Ohrringe bei Bijou Brigitte. Nein, die sponsern diese Ausgabe von Frau Meier TV nicht. Das ist ein Zufall. Ich war einfach überrascht, ob der Auswahl, die da tatsächlich auch vorherrscht. Und mit diesen Teilen, also jetzt in ihrem Fall Ketten und Ohrringe, kann sie ihren Outfits das zusätzliche extra kreieren, je nach Anlass. Und da es bei ihr zum Beispiel auch gerade darum ging, eine Weiterentwicklung ihres Stils einzuleiten, ist es doch auch wichtig, erstmal rauszufinden, taugt mir das mit den Ohrringen und mit den Ketten und mit den Armbändern überhaupt oder ist es nicht meins? Und dann ist es doch ein Unterschied, ob du ja paar Euro und auch für Modeschmuck kann man heutzutage nette Sümmchen investieren. Das ist also nicht alles billig, billig. Oder ob ich ein paar hundert oder tausend Euro investiert habe und dann nachher herausfinde, das ist es gar nicht. Ja? Also, meine Meinung, alles Fake oder was? Probier es aus an den Teilen, wo du Spaß hast. Schmuck muss nicht zwangsläufig echt sein, vorausgesetzt, du verträgst eben auch die anderen Materialien. Ich weiß, dass das nicht bei allen der Fall ist. Natürlich, dann gelten da andere Regeln. Aber von mir, wenn du es brauchst, hast du heute die offizielle Erlaubnis, auch Modeschmuck zu tragen, falls du die gebraucht hättest. Vielleicht hast du es ja auch bereits mitbekommen. Ich arbeite im Hintergrund an einem neuen kostenlosen Online-Workshop. Lebe wie du willst und der findet am Samstag, den 24.02. statt. Anmeldungen sind noch nicht möglich, aber bald. Deswegen halt die Augen offen. Ich freue mich, wenn du dabei wärst. Um was geht es in dem Workshop? Es geht um Leben. Es geht um dein Leben, nach deinen Wünschen und nach deinen Regeln, weil
Das ist tatsächlich möglich. Das hätte ich vor 10 Jahren zwar selber auch nicht wirklich geglaubt und heute weiß ich es besser. Ich erzähle dir in dem Workshop von meinem absoluten Wunscherfüllungsjahr 2017 und ich plane, dass 2018 mindestens so weitergeht und du erfährst, wie ich mein Leben von ja, ziemlich unglücklich und deprimiert hin zu sinnerfüllt gedreht habe. Und du hältst natürlich meine erfolgserprobte Lebe deinen Stil Formel. Also, wenn du Lust hast, 24.02. Anmeldung startet in den nächsten Tagen, halt die Augen offen. Wenn du im Newsletter dabei bist, bekommst du automatisch eine Mail. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass du irgendwas verpasst. Stell nur sicher, dass meine E-Mails eben nicht im Spam-Ordner landen. In diesem Sinne, lieb dich und deinen Stil. Und wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann freue ich mich über dein Herzchen, über deinen Daumen hoch, über deinen Kommentar und, wenn du magst, übers Weiterteilen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dahin und denk dran, Schönheit beginnt im Herzen und geht erst dann vom Kopf über die Ohrringe, die Ketten bis runter zu deinen Füßen. Mach's gut, bis bald.